Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zeitz Podcast ist weg. Und zwar, wie ihr es seht, wir sind im Oktober. Meine Damen und Herren, spooky, creepy Pastas. Und zwar, wir haben jetzt den letzten Deep Dive. Für das Jahr, ja. Für das Jahr. Und zwar. So ein hoher Scheiß-Intro. Ich schwöre, das wird der schlechteste Intro-Transition, den wir hatten. Damn! Habt ihr diesen Intro gehört? Katastrophe! Das werdet ihr auch direkt hören, das ist einer von meinen Minuspunkte. Definitiv. Aber wisst ihr ja, ihr wisst ja hoffentlich, ja, wie ein Deep Dive funktioniert. Zuerst Pluspunkt, dann Negativpunkt. Und nachher gehen wir in unsere berühmte Tabelle rein. Mit den 15 Kategorien. 15 Kategorien bis 15 Punkte, also 10 oder 15. Wenn es ultra krass ist. Und wenn es ultra krass ist. Aber keine Sorge, ein 15 haben wir nirgends. Zum ganz, Glück. Ich kann gerade sagen, ganz weit entfernt. Also in meinem Fall darf ich das nicht sagen. Aber ja, kein 15 von mir. Ich sage mal schon im Voraus, ihr seht es schon im Titel. Eben, Another. Ich bin nicht so ein Fan von dem Anime gewesen. Ich habe ihn auch nur zur Hälfte geschaut. Ich sage euch ehrlich, ich habe eine halbe Krise gekriegt. Das hat für mich wie King's Game angefühlt und ihr wisst, wie King's Game beliebt ist bei uns. Danke, André, nochmal, dass du uns das Auto hast. Da das war Horror gewesen für uns. Aber wir haben es für dich gemacht, André. Kein Problem. Aber jetzt haben wir es uns nochmal müssen. Also ich habe es mir auf eine Art und Weise nochmal müssen antun gefühlt. Ich habe es genossen. Für die, die sich wundert. Also, Pedro hat es eher genossen, ich eher weniger. Aber fangen wir doch mal zuerst mit den Pluspunkten an, Pedro. Mhm. Und du bist ja so, du schwärmst ja so von dem Anime. Erzähl mal deine Pluspunkte zuerst. Okay. Zu meiner Verteidigung, ich schwärme nicht, dass er gut ist. Ich schwärme nur in die Verteidigung von der Meinung von ihm, wo ihr in kürzester Zeit werdet erfahren, so wie ich das gemacht habe. Aber positiv. Die Story wird gar nicht da sein, also für die, die sich jetzt schon Fragen stellen, die Story ist nicht so gut gewesen. Aber, ich habe auch gesagt, wie du, Better King's Game, habe ich aufgeschrieben als Pluspunkt. Ist das ein Pluspunkt? Das ist ein Fun Fact, kann man so sagen. Okay. Ich habe es einfach in diesem Ding gemeint, dass für die Leute, die King's Game leider gesehen haben, wie wir zwei, und der schaut, kann man den ein bisschen mehr appreciaten. Irgendwie. Weil man sagt, okay, das ist viel besser und hast einen Vergleichspunkt. Aber wenn du den zuerst schaust, weiß ich nicht, ob der so wird gefallen. Dann habe ich noch Sounds. Sounds habe ich wirklich stark gefunden am Anfang von der Serie. Dort haben sie so richtig mit den Sounds für die Atmosphäre gestimmt. So, immer wenn es so creepy war. Es hat schnelle Transitions von Sound zu Sound Amix und sehr gut benutzt. Auch die Sounds, Soundeffekte vom ganzen Anime haben mir gefallen. Das ist ein grosser Pluspunkt bei mir. Animation, ich bin ein sehr grosser Fan von dieser Animation, habe ich gerade vor allem Nikolai erzählt, um dass ihr es auch wisst. Wenn ich Animation meine ich dann den Hintergrund. Der Hintergrund hat mich wirklich fasziniert von Anfang bis Schluss eigentlich. Mir haben die Details gefallen, wo im Hintergrund gesehen sind, auch im Dunkeln, aber eher draussen mit so Landschaften oder Städten. Hat für mich richtig nice ausgesehen, wie sie mit dem Licht können agieren, also dass du wirklich gesehen hast, wie das Licht natürlich wird auftreffen auf einer Fläche. Und alles mögliche. Ich könnte stundenlang über die Animation schwärmen, machen wir aber nicht. Und zum letzten Punkt, der Mystery-Aspekt vom Anfang. Wer ist das Mädchen mit dem Eyepatch? Warum ist sie anders als die andere? Wieso tun meine Kollegen sich so komisch behandeln oder so? Okay. Und es hat mir gefallen, ist aber
uns recht schnell weggenommen wurde. Und das ist eigentlich auch negativ in meinen Augen. Du hast so die Mystery recht schnell verloren und hast zu schnell gewusst, um was es geht. Und das hat ein bisschen die Spannung weggenommen vom Anime ab dem Punkt her, würde ich sagen. Aber das wären meine Pluspunkte. Ja, also ich habe jetzt noch einen zugeschrieben. Ich habe die Punktzahl, du re auch reflektieren. Sounds habe ich muss auch appreciaten. Die haben doch ziemlich gut gepasst. Also man hat eine gute. Also die Szene hat auch die Musik dementsprechend gut tönt. Auch die Hintergrundgeräusche manchmal sind interessant gewesen und noch cool. Aber das Sprichwort Hintergrund. Wie der Pedro schon erwähnt hat, der Pedro hat mich jetzt nochmal selber müssen überzeugen, dass die Hintergründe doch etwas besser sind, als ich angenommen habe. Und ich muss schon zugeben, ja, sie haben in den Hintergründen deutlich mehr Details reingetan als in die Charaktere. Das sieht man definitiv. Ich habe noch einen anderen Pluspunkt, den der Pedro nicht erwähnt hat. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Info, was den Manga anbelangt. Und der Manga, muss ich sagen, der ist ziemlich gut gezeichnet. Er ist gut gezeichnet, aber heisst nicht, dass ich den Manga 4 oder den gelesen habe. Ich habe einfach ein bisschen reingeschaut, wie es aussieht. Ein paar gute Panels, wichtige Panels. Und dann hätte es für mich eigentlich müssen sagen, hey, Manga sieht solid aus, aber das ist nicht einer, wo ich muss unbedingt lesen muss. Ich weiß, wie viele ein paar Chapters da. 20, ja. Und der grösste Pluspunkt vor allem, dass es keine zweite Staffel gibt. Aber das ist in Planung. Schlimm. Ja, es gibt auch Light Novels von dem. Also ich glaube, Help me. hat mit dem angefangen, mit Light Novels. Nachher der Manga natürlich. Der hat übrigens auch ein anderes Ende als der Anime. Charaktere passiert genau das Gleiche, aber am Schluss wird etwas anders gehandelt. Was auch cool ist. Und ja, zeichnen, wie du gesagt hast, auch geil. So, also ich fange mal an mit dem Minuspunkt. Ja, 58 Trillionen. Oh shit. Grosses Papier. Also, der größte vor allem ist das Intro. Für mich. Ja, die nicht aufgeschrieben, aber. Horror für mich. Das zweite, was mich ultra triggert hat, ist der Artstyle der Charaktere. Abgesehen vom Augenklappen-Mädchen, habe ich fast alle Scheiße gefunden, wie sie ausgesehen haben. Und die Haben bleiben alle dir wie ein. nie in Erinnerung. Du wirst niemals an dem wieder denken, Die außer am haben für mich iPad-Mädchen. so richtige NPC-Vibes gegeben. Und das Problem ist für mich, ich kann es nicht mehr sehen. Ein Anime, wo in einer Schule stattfindet, in einer Klasse, passiert irgendein Scheiß. Weißt du, Bruder, wirklich die Kings Game-Vibes hat es mir richtig schlimm gegeben. Ja. Und das hat mir richtig schlimm abgefuckt. Und was dann noch ein i-Tüpfchen gsi isch für mich, ist das Pacing. Bruder, die erste Folge kommt er auf die Schule, kommt er in die Schule, passiert gefühlt nichts. Er checkt einfach irgendwie so, irgendetwas ist komisch. Zweite Folge, für mich irgendwie auch nicht so schmackhaft. Ich glaube, die dritte Folge oder die vierte Folge, ich glaube, da habe ich noch nicht, glaub, nicht so schlecht gefunden. Ja, die dritte Folge, der Schluss ist auch noch geil, ja. Ab dem Aber Schluss wird es dann geil. es hat mich trotzdem einfach wirklich nicht gecatcht. Und ja, also ich einfach den Artstyle zu bemängeln, nicht zwingend eben die Animationen, sprich, es hat eh das Gemalte und alles. Eher einfach der Artstyle hat mich hure getriggert. Das Intro, das Pacing. Und halt einfach das Interesse am Anime ist einfach auch nicht da gewesen. Kann man nachvollziehen. Also du hast keine Ja, dann nur die eigentlich. mehr. Minuspunkt habe ich auch, Charaktere. Wie vorher gesagt, das sind Charaktere, die wirst du niemals, wirst dich an die erinnern, bis auf das Augenklappen, Meitli. Und ich denke, wenn man schon so Zeit widmet für die Hintergründe und sie schon so schön macht, warum tut man sich dann nicht Mühe geben bei den Designs der Charaktere? Weißt, also du hättest locker können wenigstens den MC irgendwie aufstechen lassen. Aber nein, alle gleich bekleidet, alle sehen gleich aus, alle reden gleich, alle haben die gleiche Meinung gefühlt. Das ist einfach von Kopf bis Fuß scheiße. Dann habe ich noch die Filler-Folge.
Bruder, also sorry, aber mit einem 13-völligen oder 12-völligen Anime brauchst du wirklich keine Fehlerfolge. Also, das hat mich. Zuerst gibt es die Spannung. Wer ist das Mädchen? Nachher, gerade vor der Fehlerfolge gefühlt, erfährst du, um was alles es geht. Und dann, wenn sie dann das aushandeln, was sie jetzt geplant haben. Und dann kommt einfach so ein Beach-Episode. Ich habe meinen Augen nicht geglaubt, Alter. Weil ich habe am Nikolai gesagt, ich habe so eine neue Seite, wo ich schaue. Und dort steht Amix, ob es eine Filler-Folge ist oder nicht. Und ich kann so irgendwie Folge 8 oder so steht Filler. Filler-Episode. Ich so, fuck, das kann gar nicht sein. Dann sehe ich Beach-Episode. Die ganze Spannung weggenommen, die ganze Mysterien und Düsterheit hat es weggenommen. Alle sind Spass am haben am Strand. Ein Folge später haben auf alle sterben. Es war Katastrophe gewesen. Und das Ending habe ich lame gefunden. Ich glaube, die hätten viel mehr können machen mit dem. Es langt mir nicht, dass. Spoiler-Alarm. Eben. Es langt mir nicht, dass so ein. Einfach eine spezielle Person war, wo dann schlussendlich. Der Tote war. Das hat mir nicht gelangt, weil es so ein emotionales Ding ist. Ich kann wirklich einen actionmäßigen Schluss haben. Und das haben wir nicht gehabt. Darum habe ich das Ending recht lame Also es hat gefunden. schon Action gehabt, aber nicht da, wo du meinst, glaube ich, eben. Ja, es hat Action gehabt am Schluss. Bis zum Aber der wirklichen Reveal Ending. ist einfach so meh. Ja, genau das. Ja. Das wären meine Negativpunkte. Sind wir so weit? Bist du bereit? Glaub's. Ich werd geschockt. Ich werd geschockt. Aber du denkst, ich glaube, du denkst, ich kann den viel lieber, als ich es eigentlich kann. Also ich denke, du hast Minimum 10 Punkte mehr als ich in der Gesamtbewertung. Ich wäre wirklich nicht sicher. Doch, doch, Weil doch. das Einzige, wo ich wirklich dranhänge, ist Animations. Ich glaube, das. Ich glaube, du wirst Wir noch. kennen es ja jetzt. Wir Wir kennen wissen es die jetzt. gegenseitige Tabelle eigentlich nicht. Und das ist eben nur immer ein bisschen interessanter für uns zwei. Und Stichwort Tabelle, Pedro im Cut. Bist du bereit? So, bin gespannt, was für einen schönen Hintergrund du ausgewählt hast bei deinem Hintergrund-Anime. Boah, das wär, weißt, was im Bombe-Thumbnail. Jetzt hast du dich selber. Jetzt musst du schauen, dass wirklich etwas Geiles Ich kommt. schwöre. Hä? Das hast du dich selber gefickt. Aber willst du oder soll ich anfangen? Kannst gerne du anfangen, dass du Soll nachher ich? geschockt bist von meiner Also, Bewertung. Charaktere kommt ja immer als erstes. Und meine Damen und Herren, bei Charaktere gebe ich nicht das Eis, nicht das Zwei, auch nicht das Drei, das Vieri. Das sind so scheiß Charaktere, außer das Eyepatch-Mädchen. Der Rest hat mich so nicht gejuckt. Das ist wirklich Hat dit gottlos. en die Charaktere. Vier. Charaktere habe ich Acht. nicht eins, nicht zwei, nicht drei, aber vier. Oh, damn. Charaktere habe ich vier gegeben. Alles NPCs. Ich hasse Schule, Anime, weil passiert immer wieder das Gleiche. So viel werden einfach überschwemmt. Von den NPCs. NPCs, du kannst gar nicht unterscheiden zwischen einem NPC und einem Schüler, der wichtig ist. Außer die sind ein bisschen besser gezeichnet. Wie gesagt vorher, ich werde mich an kein einziges merken, außer das Mädchen dort, aber ich weiß nicht mal, wie die heißt, ehrlich gesagt. Antagonisten. Dort habe ich das Eis. Nein, Spaß. Jetzt hören wir auf mit dem Scheißdreck. Also bei Antagonisten, ich sage mal so, es ist noch interessant. Es hat mich schon Wunder genommen, wer jetzt die Charaktere sind, oder? Wegen dem Tod und so. Aber im Grundsatz hat es mich. Es hat, Bruder, wenn es mich nicht catcht, dann ist das Problem einfach alles. Weißt du, dann tue ich plötzlich das Subtitle nicht mehr lesen. Weißt du, wie einfach nicht juckt, oder? Bist du etwas am Handy schnell? Aber ich sage mal so, ich appreciate den Antagonist, aber weil sie. Der Antagonist ist eigentlich die mysteriöse Person, oder da? Die tote Person sieht. Oder ist das überhaupt der Antagonist? Na, also der Antagonist ist eigentlich der Curse.
wenn du so willst, angesehen. Ja, Und am okay. Schluss Aber ist das die. nicht eben dann die Todperson? Nein, die kann eigentlich nichts dafür. Also, die weiß gar nicht, was sie Okay. macht. Und am Schluss habe ich noch Antagonisten dazugezählt, die Schüler, die nachher einmal gelaufen Ja, sind. gut. Weil sonst hast du keinen Antagonisten, den du siehst, eigentlich. Also ich habe 5. Antagonisten habe ich 4. Damn. Es hat keinen Antagonist. Es ist nicht wie King's Game, wo da die Frau irgendwie die Böse spielt und alles was für ihre Gunsten machen. Das hat es da nicht so einen Charakter. Aber wie gesagt, Antagonist kann man den Curse nehmen, wenn man das unbedingt will. Aber wirkliche Leute, die böse sind, hat man am Schluss das ältere Paar, wo die Schüler anfängt umbringen. Und dann alle Schüler, die dann amok gelaufen sind. Das sind die einzigen Antagonisten eigentlich. Drum ist 4, weil ich werde kein einziger von dem würde ich mitnehmen. Weißt du, ist in einer Schublade. Nimm mal die Schublade, ist gerade ein Abfall. Gerade zerknüllt und in Abfall gerührt. Gar keinen Platz verschwenden. Zu wenig Die Gigabyte dafür. Kamine verbrennt zu Asche, Alter. Animation. Da habe ich nicht das 10. Auch nicht das 9. Auch nicht das 8. Aber das 7. Ich appreciate den Hintergrund jetzt deutlich mehr nach den paar Sachen, die du mir gezeigt hast. Aber trotz all dem. Vielleicht, wenn du irgendeinen Rewatch machst, warum auch immer, dann kannst du dich ein bisschen mehr achten, dann weißt du, was ich meine. Maybe. Weil es hat auch. Was hast du so in 7, ja? Hast du Sieben. gesagt, okay. Es sind einfach so einfache Sachen, zum Beispiel, wenn sie die Straße durchlaufen. Siehst du wirklich irgendwie erst Bewegung drin, wo du merkst, amigs laufen so der entgegen und nur der Hintergrund bewegt sich sozusagen. Und die sind immer an der gleichen Stelle. Also du merkst irgendwie, wie irgendetwas stimmt nicht. Okay. Und dort merkst du wirklich, dass sie dir entgegen laufen. Sie sind nicht gezwungen gewesen, aber sie haben trotzdem ein Auto fahren lassen durch den Shot. Viele Leute würden einfach die Straße leer halten, weil das ist unnötige Animation. Aber einfach so Kleinigkeiten, Hintergrund. Wie gesagt, sehr detailliert und schön. Ich bin zwischen das 9 und das 10, aber eigentlich hat mein Herz immer 10 gesagt. Aber nur wegen der Hintergrund. Darum gehe ich einen Punkt runter. Weil, wie der Nikolai gesagt hat, die Charaktere sind jetzt wirklich. Sie haben Animation an den Haaren und so, was auch so lazy Animation ist, was ein paar Le viele Leute vernachlässigen. Das haben sie, aber. Der Artstyle ist halt uncool. Von den Charakteren. Also 9. 9 gebe ich. Weißt du bei Sounds gehen? Sonst bin ich zwischen 8 und 9. Und wenn es etwas gut das wenn es der Anime etwas gut gemacht hat, ist halt einfach Animation und Sound für mich. Dass ich das schon mal gesagt habe. Erwartet nicht zu viel von mir. Darum eigentlich. Würde ich schon das 9 geben, weil es ist. Es lebt von dem, weißt du? Es macht viel aus beim Anime. Ja, 7 gegeben. Es hat wirklich gute Soundtracks. Und die Sounds sind eigentlich auch gut stabil. Aber jetzt ist es nicht etwas, was mich überwältigt hat, weißt du? Irgendein Soundtrack, wo man geblieben ist oder Ich weiß, so was du etwas. meinst. Ich kann es eher so irgendwie, vielleicht ist das auch falsch Weißt du, das Ding bewertet. ist so, wenn ich Naruto schaue, nach 5 Folgen habe ich schon 3 Soundtracks im Kopf. Ja, ich weiß, Das was ist du ein meinst. das Problem, weißt Ich kann es vielleicht falsch bewertet, aber ich lohne es mal so, aber ich kann es glaube eher, was hat es für den Anime gemacht? Und es hat es recht pusht und interessant gemacht. Darum würde ich dort eigentlich du? nichts Vielleicht ändern, bist du mit weißt so richtig tiefen Erwartungen rein und nachher hat sie so überrascht, dass es so gut ist. Aber es waren auch so Kleinigkeiten, gewesen, zum Beispiel, wenn es mich wirklich gecatcht hätte, dann wär mir das gar nicht aufgefallen, weißt du? Weil dann wäre ich auf die Story fokussiert. Und dann hätte ich vielleicht die Animation nicht appreciated wie jetzt, oder die Sounds, weil es hat mich so nicht gejuckt eigentlich. Zum Teil, dass ich dann auf so Sachen geachtet habe. Ja. Story. Boah, ich gebe da einfach das 5. Ich gebe einfach Mitte neutral. Ja, sie haben am Anfang interessant gefunden. Nach Spacing hat alles ein bisschen kaputt gemacht für mich.
Nachher bin ich einfach so, habe ich stitched. Ich bleibe einfach mit 5. Story bin ich wirklich zwiegespalten, weil der Anfang, die Anfangs, also die ganze Story tue ich auch bewerten, aber der Anfang ist anders wie die Mitte, wie der letzte Drittel, weißt du? Am Anfang hast du Mystery Horror, nachher am Schluss hast du so irgendwie so Creepy Horror, in der Mitte hast du so Creepy Horror und dann am Schluss hast du so Gore Horror, weißt du, dass die Leute sich zerschnetzeln, also sich umbringen und so. Darum ist, ich finde das eigentlich nicht gut geplant, weißt du, die Story. Weil du gehst eigentlich fast bei einem Genre an und bleibst bei der. Du gehst nicht von der Genre zu der, zu der, zu der in einem 12-Folgigen, weißt du. Vielleicht ist das der Plan gewesen von mir. Das ist gut möglich, aber ich glaube, die Story, wenn ihr euch einfach ein Wochenende Zeit nehmt oder das immer wieder ein bisschen reinschaut, es wird euch gefallen, glaube ich. Ich gehe da einfach mit einer 7, weil es hat, ist wirklich interessant, wenn es dich catcht, wie bei mir. Aber bei einem Rewatch wäre die jetzt nicht cool. Jetzt bin ich gespannt. Bei Worldbuilding, hast du beim Worldbuilding jetzt die Hintergründe mit einberechnet alles? Nein. Ist das für dich das Gleiche nicht, gell? Nein. Eben für mich eben auch nicht. Für mich ist Worldbuilding, was der Anime jetzt bietet, vom Spektrum her. Ja, ich denke auch so lokal und die Regeln von der Welt. Also der Curse tue ich auch noch mitrechnen, wenn es so ist. Bei ja, Worldbuilding. Aber trotz all dem, Bruder, ich gebe 4. Worldbuilding bin ich auch bei 5. Curse ist cool. Also 4 wäre so normale Stadtmäßig. Nur in der Stadt. 5 bei mir, die sind noch im Wald und so Zeugs. Also hast ein bisschen Varietät. Und der Curse tue ich auch noch mitrechnen. Ein bisschen Hänsel Gretel. Ein bisschen Wald, ein bisschen Haus. Ja. Ein bisschen dies, ein bisschen das, Bro. Pacing hat dort ein 4. Okay. Gnadenlos. Ist das ein Schlusswort? Das ist. Ich will es nicht kommentieren. Okay. Ich hat die denn gelangt? Pacing habe ich 6. Ich habe es eigentlich nicht so schlecht gefunden, bis auf den mittleren Teil. Der Anfang ist langsam, aber ich glaube, das braucht es für so einen Mystery Horror. Der Schluss ist schnell. Und Mitte ist immer so ein bisschen langweilig. Ich hätte eigentlich eine 7 gegeben, weil ich finde den Kontrast von Anfang bis Schluss cool. Aber ich musste einen Punkt abziehen wegen dieser scheiß Filler-Folge. Also bin ich beim 6. Und die war gottlos. Also die... Epicness? Habe ich eine 6. Ich auch. Schluss ist ja, cool. Okay. Ich kann nicht erwarten, dass so viel sterben. Aber es hat dort jetzt eigentlich gepiekt, weißt du, also es ist nie so wirklich epic. Es war eher ein bisschen einfach mysterisch gewesen. Ja, genau. Du hast dich gefragt, was ist los, aber nicht... Aber du hast eh keine Bindung gehabt zu einem... Eben, das ist das Problem, ja. Wenn es jetzt so richtig strukturierte und gute Charaktere wären, dann würdest du schon sagen am Schluss, nein, Mann, jetzt ist der gestorben. Arme Sieg. Und, aber da ist keine Bindung zu denen, darum sterben die und so. Ah ja, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen in der Klasse. Dann kommt Staffeln, / Episoden. 12er ist für mich immer ein 5. Aber du hast gesagt, es ist ein Filler-Folge drin. Das gibt nochmal einen Punktabzug. 4. Staffel 12er oder 13er sind bei mir immer 6. Und ich lohne es ja so. 6. Mhm. Gut. Da bist du 6, da ist da 5. Warte, das ist doch einer, der so den Radiergummi hat, Alter. Geht das? Bruder, da? Jeder hat das früher in der Schule gehabt. Ich habe immer geglaubt. Damn! Weißt du, was früher cool war? Also wie unserer Klasse, wenn du so einen schwarzen hast und ihn irgendwie blau machst. Das ist ja so, die Tinte wechselst mit der Farbe. Okay. Weil dann hast du einen schwarzen, der blau schreibt, dann hast du einen blauen, der schwarz schreibt. Das war in meiner Klasse sehr gross gewesen, bei denen. Und wenn sie so untereinander täuscheln, weißt du, weil die Mädchen haben immer so die spezielle Farbe gehabt. Ja, steht, warte, die Patrone Seipel sogar noch etwas, warte mal. Weil die Jungs haben nur schwarze und blaue gehabt.
Und vielleicht noch ein Roten und Meitli ein ganzes Set gehabt, Alter. Weißt du, nachher immer nur mit den Meitli-Tüchern und so. Ja, wo sind wir gewesen? Jetzt Film 5. Gibt's nicht. Es hat ein OVA, den habe ich ehrlich gesagt nicht geschaut. Ich glaube, dort geht es ein bisschen um die Backstory vom Eyepatch Meitli. Das zählt aber eigentlich nicht als Film, oder? Das ist nicht in der Kategorie. Ja, aber es ist nur wirklich nur ein OVA, ein Folge, 20 Minuten, glaube Manga. ich. Die Manga-Community denkt eigentlich relativ anders wie die Anime-Community eigentlich. Also die hauptsächlich lesen. Und ich habe mich ein bisschen in die Lage gesetzt von denen. Und so betrachtet würde ich am Manga eigentlich ein 7 geben, weil es hat. Wenn du den Anime schaust, hast du nachher das Bedürfnis, vielleicht den Manga lesen, weil du weißt, dass der Schluss ein bisschen anders ist. Darum ist das auch so ein Faktor. Schön zeichnen, schön strukturiert. Am Schluss hat es ein bisschen viel Text, aber nicht oft. Und ja, 20 Chapter, da kannst du am Tag, am chilligen Nachmittag durchlesen. Das ist eine spannende Story. Aber zweimal lesen musst du ja eigentlich nicht. Ich habe genau etwas Gleiches, die gleiche Meinung, vor Und allem. Entschuldigung, bevor ich noch es vergesse, bevor ich es verhängt. Es hat noch eine zweite Ausgabe. Also ein zweites Ding. Es hat Another mit so einem Kreis durchgestrichen. Das ist Keine Ahnung, noch nie gehört. ein zweiter Run, gleiche Story, aber einfach mit einer anderen, mit der MC ist dort, glaube ich, eine Frau. Aber Okay. es hat nur drei Chapter. Das habe ich komisch gefunden. Ich weiß nicht, ob das cancelled worden ist oder irgendetwas, aber es hat nur drei Chapter. Finde ich komisch. Aber das habe ich auch noch einen halben Punkt oder so gegeben dafür. Und es ist noch stabil gezeichnet. Der Manga ist auch noch recht stabil. Und jetzt kommen wir zu der größten Katastrophe. Intro. Da habe ich nicht das Eis. Aber das ist so. Auch nicht das 2. Aber es 3. Dreckiges Scheiß Intro. Hört den einfach mal. Wir tun den extra euch nicht einblenden. Schreibt es einfach rein, another Intro. Nachher haben sie Dünn schon den Lacher. Katastrophe. Nachher haben sie den Lacher, weil nachher machen sie wieder Copyright, weil man wenig 10 Sekunden benutzt nach dem Ja. Intro. Jedes Mal wieder Russland sperrt uns. Ich schwöre, niemand in Russland kann unsere Videos sehen. Ich schwöre, wir sind einfach unbekannt in Russland. Intro habe ich 4. Ich habe eigentlich 5. Am Anfang gerne wollte ich nett sein. Dann habe ich den nochmal gelassen. Muss einen droppen. Aber ich sehe irgendwie, wie Leute könnten den enjoyen, weißt du? Es ist wirklich einfach nicht mies einfach. Das Ending. Jetzt ist das Ding, weißt du? Ich habe 6 und 7 aufgeschrieben. 7 ist, wenn ich die letzte Saga also mitrechnen, weißt du, dass die Killerei dort noch dazu erzählen, weil das alles schon zum Schluss dann geführt hat. Oder ob ich wirklich nur die letzte Sequenz sozusagen bewerten, weißt du, wo er nachher die Nein, musst du Mutter einfach nur die umbringt. letzten zwei, drei Folgen bewerten. Weißt du, wie es endet? Okay. Eben, weil, wenn es so wäre. Nein, ich gebe 6. So. Ich habe ein 5. Ich bleibe da auch wieder ein bisschen neutral. Weil ich auch ehrlich gesagt eben das Ending nicht gesehen habe, richtig vernünftig. Und es hat zwei Enden, also ein Ende mit zwei verschiedenen Handlungen, Anime und Manga. Das ist vielleicht auch noch cool für die Fans. Was hast du bei Erfolg? So ist das Ding, ich glaube, der ist recht gross in der Horror-Anime-Community. Also das ist einer von den Bigs bei denen, würde ich behaupten. Er ist recht gut bekannt eigentlich, auch von der mit der Szene mit dem Messer, mit dem Lehrer. Die ist früher recht viral gegangen. Und Light Novels nicht vergessen. Die sind auch immer big. Und das komischerweise ist das bei der. Sie haben irgendwann so ein Ranking gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Webseite. Wo alle Anime-Fans gefühlt von der Welt wollen, wollen können dort voten. Und der ist in der Top 50 gelandet. Also ich weiß nicht wie genau, aber der ist in der Top 50 gelandet. Und wenn man nach der Anime-Rangliste geht, was so Newbies und so, wird viele den gesehen haben, weil er
so hoch bewertet ist, weißt du. Darum habe ich dort, hätte ich dort eventuell noch das Achtige. Und ich glaube, das mache ich auch, weil er so gross ist in der eigenen Community und allgemein Top 50. Ja, ich gebe 5. Aus dem, ich sage mal so, du hast jetzt die Horror-Community. Okay, aber wie gross ist die? In Anime. In anderen, im echten Film, mit echten Filmen, so Scream, dort, big, oder? Aber Anime-Horror? Bruder, da reden wir von einer kleinen Bubble. Und Another ist jetzt 2012 rausgekommen. Ja, in den letzten 6-7 Jahren den Anime gar nicht mehr gefühlt gehört. Das einzige Mal, wo er mir wieder aufgeploppt ist, ist, glaube ich, als er auf Netflix gekommen ist. War schon mal gesehen. Er ist, glaube ich, auf Netflix mal gesehen. Und dort hat er, habe ich nicht überhaupt mal die Aufmerksamkeit bekommen. Ah, da hat es ein Anime. Merchandise, ich weiß nicht, ob es so grossartig etwas gibt. Vielleicht schon. Nein, Schüch, vielleicht irgendetwas. Games gibt es ja auch nicht. Ich habe eben drin geschaut, es gibt kein offizielles Merchandise, das du kannst kaufen kannst, das Anime unterstützt. Also es gibt nur so von anderen Firmen, wo das machen. Eigentlich hast du recht und ich muss sagen, hast mich schon überzeugt, dass ich minus 1 gebe, also aufs Niveau gehen. Ich also. Weil 8 wäre für mich, jetzt, dass du das verstehst, 8 wäre für mich so alles, was auf RTL 2 schon gelaufen ist, weißt du? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das hat viel mehr Leute gesehen. Nein, ich habe ein bisschen falsch überlegt, schon recht. Ja, okay, RTL 2 ist schon vielleicht eher 9, aber 8 wäre so. Inlands. Aber du musst auch around the world denken, weißt du? Ja, ja. Wenn so denken, der RTL. Und jetzt bin ich auch noch gespannt. Persönliche Meinung. Willst du oder ich zuerst? Zähle ich. Oder willst du? Mir ist egal. Die tiefere Zahl kommt immer zuletzt, also kannst du warten. Ich muss sagen, obwohl ich so viel Negatives habe, obwohl ich da die Bewertungen das vielleicht nicht spiegelt, es ist trotzdem, ich habe trotzdem Spass gehabt von Anfang bis Schluss. Und dass die Charaktere scheiße sind, das nimmt es für mich nicht so ab, weil ich finde das ja lustig, ich lache die aus. Das tut bei mir auch noch Spass machen. Ich habe eine 7 gegeben. Also es hat mir Spass gemacht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so schnell wie möglich rewatchen. Ich würde es einer Nische Kollegenkreis empfehlen. Und ja, also den kann ich empfehlen, dass man den, dass man den schaut, wenn man wirklich nichts mehr anderes irgendwie vorhat. Aber der hat keinen Vortritt. 4. Also hast du Grim Variations besser gefunden? Ja, ja. Und interessanter als das? Länge. Für mich schon. Das war jetzt auch so ein grosser Unterschied für mich, weil der hat mir jetzt wirklich zusammen besser gefallen als Variation. Nein, mir ist es gerade umgekehrt. Aber ja, auf was bist du gekommen? Weil Grim Variation, dort haben die Charaktere alle wenigstens noch ein bisschen spezieller ausgesehen, weißt du? Ja, aber selbst die würde ich keinen erinnern. Weltbewegend, nein, das nicht, aber es ist, vielleicht das Rotkäppchen bleibt er, weißt du? Ja, das wäre auch eine, oder so, ja. Aber das ist einfach mein persönliches, es hat mir wirklich nicht gefallen. Aber meinst du, wenn du irgendwann rewatchen würdest, würdest du das vielleicht ändern? Ja, aber es könnte vielleicht schon ein 5 oder ein 6 kriegen, aber höher geht es nicht. Aber ich denke nicht, dass ich da wirklich jetzt so den Banger verpasse, weißt du? Und so, und ich bin eher nicht so in dem Horror-Zeug. Es ist nicht so, dass ich Horror nicht gerne habe. Aber ich habe es nicht im Anime-Genre, ich fühle es nicht so. Also nein, ich kann es bis jetzt, meine Erfahrung mit Horror-Anime sind noch nicht gut. Das Schlimmste, was ich für mich jetzt eben der Horror, das ist eben für mich das, wenn der Anime am Anfang der irgendetwas vermittelt und nachher komplett abdriftet, das ist für mich viel mehr Horror anstatt so etwas. Mhm. Ich finde es von Made in Abyss zum Beispiel,
Oder ja, Tokyo Ghoul ist jetzt schon, aber der Vater ist schon ganz am Anfang an schlimm. Aber es, einfach verschiedene Animes, die können sehr schnell eskalieren. Und der Anime ist jetzt eher so einer, wo mich einfach, der hat mich einfach nicht gecatcht. Die Charaktere haben kacke ausgesehen für mich. Es hat mir einfach alles, es hat mir das Gesamtpaket einfach nicht gefallen. Die Hintergründe und so schon okay, schön. Aber trotz all dem, nope. Was haben wir? Wir haben, was denkst du, wie viel haben wir gesamthaft? Also, als ich gerechnet habe, habe ich glaube, bis 95 rum war. Ich denke, du hast relativ abgezogen. Darum weiß ich, bin mir nicht mal sicher, ob wir 90 haben. Was sehr schade wäre bei dem Anime, würde, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Warte, ich tu noch mal schnell durchzählen, dass ich richtig liege. 11, also 10, 16. Ist noch tiefer. Also, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist es bei 83,5. 83,5. Jo. Also das ist ja unsere Top. Also untere 3 oder so, amigo. Wie kann das sein? Also ich habe auch gottlos verteilt, aber ich kann Also, jetzt. schau, warte, ich kann dir Aber ich sagen. muss sagen, Ich sag nein, dir, du machst schnell den Gesamtding von uns zusammen. aber bevor das mache, ich glaube es von unserer Kategorie her macht es total Sinn. Jetzt im Nachhinein überlegt. Es spiegelt einfach nicht ganz eins zu eins, wie der Anime ist. Aber von unserer Kategorie kann, ist es wirklich gut möglich, ja. Macht Wenn schon Pöll die Sinn. Hälfte ist, kann das schon ziemlich runterfallen. Aber ja. Würdest du aber trotzdem jemandem empfehlen? Ja, irgendjemand, der zum Beispiel Horror sucht gerade. Das schon, wenn im Horror-Genre ist es sicher Das wäre nicht einer, den ich empfehle, einfach schlicht so. nicht schlecht. Also ich sage nicht, er ist scheiße. Das ist Er wirklich hat so. mir einfach nicht gefallen. Das ist wirklich so, wenn du jetzt zu mir willst kommen und du willst nicht so viel Anime kennen dann, und willst nach einem Anime fragen, wäre das wirklich nicht einer, wo ich dir sage, ja, schau genau da. Aber wenn du jetzt kommst zu mir und sagst, hey, an irgendwie Bock, ein Horror-Anime schauen, kennst du einen? Würde ich dir vielleicht schon empfehlen, so in dem Sinn. Könnte ich mir schon vorstellen, auch ja. Aber die Richterskala ist manchmal fies und hart. Manchmal ist auch grosszügig. Ich bin immer überrascht, dass Pokémon 103 hat. Aber Glaub's? dort haben wir, glaube ich, 15er verteilt, 2 sogar. Ich glaube, wie Erfolg und wie Ja. Intros. Da kann schon sein. Dort hat es schon geknallt, Es Alter. hat aber so kleine Scheiß-Anime, die gute Bewertungen haben. So wie der, Alter. Alles ist gottlos, außer Warte, aber Animations und Sounds Kokoku bei mir. kommt Intro 15. Wie heisst der? Meschel. Meschel, ja. Bruder, der ist auch gefährlich. Ja, der ist wurde viral gegangen. Ja, der könnte, der wäre auch potenziell. Hast du den gesehen? Nein, aber den wollte ich Der schauen. ist nicht schlecht im Fall. Der ist noch, also, er ist lustig und er ist wirklich, was du kannst vorstellen als ein One-Punch-Man-Charakter im Harry Potter-Universum. Ja. Eins zu Weil eins einfach so wirklich so. physisch oder stabil ist, ja. Ja, ich habe eh Bock, den schauen. Und ne für nächstes Jahr, das sage ich eh nachher noch im Rückblick, noch, aber ich meine, ich wollte nächstes Jahr ein bisschen mehr forschen, weißt du, so ein bisschen. Eben jetzt sind wir ein bisschen Horror reingeschaut. Ich wollte mal vielleicht eben so lustiges Zeug reinschauen, weil ich bin eigentlich hauptsächlich bewege ich mich so im Schonen-mäßig, weißt du? Ich wollte ein bisschen so ein bisschen breiteres Spektrum. Vielleicht machen wir auch so ein. Wie heißt die Mann? Jetzt ist mir der Name. Fällt mir nicht in den Sinn. Isekai. Kann man Isekai-Monat Dort machen? habe ich viel gesehen schon. Eben, das habe ich zum Beispiel bin nie so in dem Ding reingegangen. Da musst, weißt du, das Problem ist, ich werde jetzt nicht einfach kommen und sagen, hey Pedro, schau den. Weißt du, ich werde irgendwie, dass du so sauber sagst, boah, der reizt mich schon schauen. Weißt du, dann Ich kommt kann von dir etwas vor. sauber aus, weißt du? Ich warte einfach, bis der Tag kommt, wo der Pedro einfach so nach einer Woche kommt und sagt, hey Nikolai, jetzt einfach gar nicht. Weißt du doch auch nicht, Alter, Supply. Bleach. Was Bleach hast du gesehen, Bruder? Weißt Das du? kommt auch noch. Will ich sag dir, Irgendwann. Mann, das, was mir auch Spaß macht an dem Podcast, auch wenn jetzt nicht so viele Leute Bleach ist, schauen. by the way, für mich ein Zehner, gell? Ja, ich weiß.
Auch wenn vielleicht nicht so viele Leute schauen, trotzdem motiviert es mich mehr, Anime zu schauen. Und für dich vielleicht alte Animes dich wieder zurückerinnern, weißt du, und so Erinnerungen wieder zurück. Das Ding ist eben, du. Es ist halt schon nicht. Der Bleach-Anime zum Beispiel, der ist nicht ohne Grund halt der Big Three, Bruder. Ja, Bruder, weißt aber die du, wenn meisten. du überlegst, was hat One Piece der Ato und was hat Naruto der Ato? Das hat dich geprägt des Todes, oder? Ja. Aber du hast einen, hast du einfach rausgelassen. Und der hat mich eben auch geprägt. Es gibt viele Leute, die One Piece und Naruto nur geschaut haben, so wie ich jetzt in meinem Fall, wo nachher Bleach schauen und dass der nachher der Favorite ist. Noch, ja, aber du kommst, ich habe das Gefühl, du kommst dann eben so die Nostalgie-Flashbacks über, weil du merkst so, Alter, So das ein ist grosser. voll gut, so, weißt du, damn, und das sind noch 400 Folgen, die ich muss schauen, und das ist schon irgendwie der 15. Folge, geil. Jetzt bei Bleach ist es halt eher so, der erste Arc ist scheiße, aber nachher wird es nur noch gut. Okay. Aber wir machen sowieso Bleach Deep Dive irgendwann. Irgendeiner wird er kommen, aber ich denke mal nicht in den nächsten paar Monaten. Ich denke eher potenziell nächstes Jahr, wenn überhaupt. Vielleicht sogar übernächstes Jahr. Wir werden es sehen. Spätestens beim In der Ruhe 30. kommt die Zeit. Wie heißt das Sprichwort? In der Ruhe liegt die Kraft, oder wie? Irgendwie so. Ja, kenne mich zu wenig aus. Hey, dies Deutsch. Und das, Aber weißt du, wie hat mich das triggert, wo ich das Video geschnitten habe vom Yu-Gi-Oh! Du hast mir, ja, das gesagt, so, lese Karten von Yu-Gi-Oh-Karten auf Deutsch und du so, nein, das stresst mich, ich kann das nicht. Ich kann sowieso schreiben, dass das schneidest, weil das ist einfach zu blöd gewesen, Bro. Das braucht so Sachen nicht, weißt du? Ich hab dir gesagt, Legasthenie, Bruder. Ich kann nicht laut vorlesen. Der Walter, ey, das ist zu lustig. Aber ja, another. Another, meine Damen und Herren, Deep Dive Nummer 19. Und 83,5 Punkte. Ja, Tabellen nicht gesehen. Tabelle ist wieder leider nicht gekommen. Aber wir können euch garantieren, Tabelle kommt zu 100% beim nächsten Deep Dive. Ganz genau. Und jetzt kommt noch der letzte Tipp. Und der hast du. Oh! Ich kann's. Da muss ich schon kappen, sorry. Jetzt bin ich schon. Du bist dummes Sieg, Nikolai. Tipp. Einfach der Name vom Anime. So. Der Tipp, meine Damen und Herren. Der letzte Tipp ist gsi, Ja, was war der letzte Tipp nochmal? es ist, wenn nicht die berühmteste Ortschaft hat der Anime von der Anime Community, ist es einer von. Ist einer von der bekanntesten Orte in der Anime-Welt. Okay, Stichwort Orte, da fällt mir gerade etwas ein. In den grösseren Orten gibt es immer einen, so einen sogenannten Herrscher, sage ich mal. Aber die haben einen anderen Namen dort. Und sie sind so wie der Präsident oder wie man es kann, auch immer betiteln. Jetzt haben wir es. Jetzt Jetzt haben wir müsst ihr es. schon haben. Wenn ihr es bis jetzt nicht gehabt habt, dann haben wir es jetzt. Das wäre der letzte Tipp gewesen. Sonst könnt ihr euch freuen. Aber denkt dran, der Deep Dive kommt erst Im nächstes Jahr. Januar. 1. Januar, glaube ich, oder? Ist es so geplant gewesen, oder? Ja, je nach Kalendertag, ja. Also Wochentag, das landet erst. Aber wir schauen. Mit dem Ja. Ganzen gesagt, wünschen wir euch einen schönen Abend, schöne Woche, schönen Tag, schönes Jahr. Geniessen die Pause von den Deep Dives. Schaut die anderen an, die ihr bis jetzt nicht geschaut habt. Und. Doch, ist es Oder da. oder da Da. irgendwo. Irgendwo auf dem Bildschirm, wo ihr jetzt schaut, ist es. Könnt ihr draufklicken jetzt. Like und Subscribe nicht vergessen, da unten. Es ist gratis. Kommentiere bitte. Bitte kommentiere. Bitte mach das. Und auf Social Media folgen, auch wenn es sich nicht lohnt, weil man postet nie. Und ja, schöne zusammen. Tschüss.